Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf dem Kanal der HUK Coburg. In diesem Video erfährst du alles Wissenswerte rund um das Thema E-Scooter. Was gibt es alles zu beachten, auch in Hinsicht auf Versicherung? Wie ist so ein E-Scooter überhaupt aufgebaut? Was solltet ihr beim Kauf eines E-Scooters berücksichtigen? Und wie seid ihr möglichst sicher unterwegs? Das alles in diesem Video. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß. Der E-Scooter ist erst seit Juni 2019 für den deutschen Straßenverkehr zugelassen und ist aber seitdem immer beliebter. Ihr kennt es, vor allem in der Stadt sind sehr viele Modelle unterwegs. Es gibt viele Leihgeräte, aber auch viele private Geräte und wie gesagt, vor allem in der Stadt ist man schnell damit unterwegs und da wird er auch am liebsten benutzt. Das heißt für den Weg zur Arbeit, für Citytouren, aber auch zum Beispiel für lange Wege durch Lagerhallen und so weiter wird er gerne benutzt. Und ja, das Einsatzgebiet ist sehr breit und man kann ihn für verschiedenste Zwecke benutzen. Neben der vielseitigen Einsetzbarkeit und der Kompaktheit spricht für den E-Scooter vor allem die Umweltfreundlichkeit. Und jetzt muss man aber aufpassen. Umweltfreundlich ist er natürlich nur, wenn er zum Beispiel das Auto ersetzt, weil wenn man mit dem E-Scooter das Fahrrad ersetzt oder das zu Fuß gehen, dann ist das natürlich eine Nullrechnung. Aber was muss man beachten? Ja, natürlich ganz klar den Akku. Wie viele Lebenszyklen hält so ein Scooter-Akku aus und wie wird er hergestellt, wie wird er entsorgt und naja, wie gesagt, welches Gerät ersetzt er überhaupt damit? Also das Thema Umweltfreundlichkeit ist natürlich gegeben, wenn ihr sagt, ihr ersetzt das Auto damit, aber wenn man schon ein Fahrrad hat und sich einen E-Scooter zusätzlich zulegt, ist es natürlich nicht so. Optimal kann man den E-Scooter nutzen, wenn man ihn mit öffentlichen Verkehrsmitteln kombiniert. Das heißt, wenn man die letzten Kilometer mit dem E-Scooter dann auch zurücklegen kann und dann ja natürlich das Auto komplett ersetzen kann. Dann schauen wir uns erstmal den Aufbau von einem E-Scooter an und zuallererst mal den Motor. Aufpassen, es ist so, dass in Deutschland nicht alle Modelle zugelassen sind, also erkundigt euch da unbedingt beim Kauf. Und es ist so, dass die Motoren in der Regel in einem Spektrum von 100 bis 500 Watt sich bewegen und darüber hinaus sind die Modelle eigentlich nicht erlaubt bzw. dürfen im öffentlichen Verkehr nicht betrieben werden. Die Leistung des Motors gibt an, wie gut oder wie stark euer Modell beschleunigt und wie gut ihr Steigungen bewältigen könnt. Das ist auch ganz wichtig, also wenn ihr bei eurem Weg, beim Arbeitsweg, wo auch immer ihr den Scooter benutzen wollt, viele Steigungen habt, dann solltet ihr ein Modell mit höherer Leistung wählen. Es ist so, dass der Motor Geschwindigkeiten von maximal bis zu 20 km/h unterstützt und ab dann riegelt er halt ab. Ihr könnt schneller fahren, zum Beispiel bergab oder aus eigener Kraft heraus, aber wie gesagt, der Motor unterstützt nur Geschwindigkeiten von bis zu 20 km/h. Weiter geht's mit dem Akku und es ist so, dass sich die Kapazitäten dank der ständigen Weiterentwicklung spürbar verbessern. Und es ist so ganz wichtig, die Reichweite ist abhängig von eurem Körpergewicht und vom Gelände eurer Strecke. Das heißt, wenn ihr viele Hügel, viele Steigungen und so weiter habt, dann ist es so, dass das die Reichweite wirklich extrem beeinflusst. Und normalerweise halten die Akkus 500 bis 1000 Ladezyklen durch und bei normaler Nutzung sind es circa 5 Jahre, aber es hängt wie gesagt ganz stark von eurer Nutzung ab. Und jetzt ist es so, wenn ihr ein Modell mit hoher Leistung habt, also wie gesagt bis zu 500 Watt, dann beeinflusst das natürlich auch ganz klar die Reichweite und das müsst ihr berücksichtigen. Es gibt extrem viele verschiedene Modelle. Sucht euch da einfach das Modell raus, das zu eurem Nutzungsverhalten am besten passt. Und was ihr beim Akku noch berücksichtigen müsst, ist die Lagerung. Ihr solltet diesen nie ungeladen lagern, also über einen längeren Zeitraum. Das heißt, wenn ihr den über mehrere Monate mal abstellen wollt, dann solltet ihr den Akku bei ca. 50% lagern. Wir wollen natürlich, dass ihr möglichst sicher unterwegs seid. Deswegen müssen wir auch über das Thema Reifen sprechen. Es gibt zwei verschiedene Systeme, zum einen Hartgummibereifung und Luftreifen. Und
Ihr müsst es abhängig davon machen, wie euer Weg beschaffen ist, da wo ihr hauptsächlich unterwegs seid. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel oft über Kopfsteinpflaster fahrt, dann würden die Luftreifen auf jeden Fall großen Sinn machen, weil dann könnt ihr den Luftdruck auch etwas anpassen. Das heißt, den Luftdruck reduzieren, damit Vibrationen besser abgedämpft werden. Es gibt unterschiedliche Reifengrößen. Umso größer die Reifen, umso besser rollen die auch über Hindernisse. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal einen Hartgummireifen abgefahren habt, dann müsst ihr die ganze Einheit ersetzen. Das ist natürlich ein großer Nachteil und ihr könnt die Systeme auch nicht wechseln. Das heißt, ein E-Scooter-Roller mit Hartgummibereifung, da könnt ihr auch nur die Hartgummis montieren und umgekehrt. Und vor allem die hochwertigen E-Scooter haben normalerweise Luftreifen verbaut und die würde ich euch auch empfehlen. Es ist so, dass ihr heute dann die Luftdrücke anpassen könnt, je nachdem, auf welchem Untergrund ihr euch bewegt. Und ein Nachteil ist aber, dass ihr natürlich euch einen Platten holen könnt, zum Beispiel bei Glasscherben und so weiter. Und ja, Thema Umwelt, wenn man so einen Reifen mal ersetzen muss, bei der Luftbereifung, wie gesagt, muss man nur den Reifen selbst ersetzen und bei den Systemlaufrädern bzw. bei den Hartgummis muss man die ganze Einheit ersetzen. Also es ist zum einen dann hier auch entsprechend preisgünstiger und umweltverträglicher. Den Spruch, wer bremst, verliert, können wir an der Stelle mal vergessen. Wir schauen uns jetzt erstmal die Bremsen an und mit dem E-Scooter wollen wir natürlich immer entsprechend sicher zum Stehen kommen. Pflicht sind auf jeden Fall zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen, das heißt für Vorderreifen und für Hinterreifen. Und es ist so, dass ich jetzt hier mechanische Scheibenbremsen verbaut habe bei diesem Modell und bitte daran denken, dass sich die Beläge und die Bremsscheibe erst einschleifen müssen, erst einbremsen müssen und das geschieht in der Regel innerhalb der ersten paar Kilometer und die Bremsleistung erhöht sich dann entsprechend. Es ist so, dass die Bremsen ja bei dem Modell jetzt auch sehr kräftig sind. Das heißt, für Ungeübte würde ich auf jeden Fall empfehlen, erst einmal bei einem ganz einfachen Untergrund oder Gelände zu trainieren und zu üben, damit man sich einfach an die Bremsleistung entsprechend gewöhnt. Modellabhängig gibt es auch regenerative Bremsen, beziehungsweise es ist so, dass heute, wenn man zum Beispiel bergab fährt, über den Motor Energie zurückgewonnen wird an den Akku, aber wie gesagt, da müsst ihr euch erkundigen, welches Modell in eurer Auswahl ist und ob der Roller diese Funktion auch bietet. Damit die Voraussetzungen für die STVO erfüllt sind, muss euer Roller unbedingt über ein Vorder- und Rücklicht verfügen und das bitte unbedingt bei der Anschaffung beachten. Ganz wichtig ist auch die Trittfläche und hier gibt es wirklich unterschiedlichste Ausführungen. Bei diesem Modell hier haben wir jetzt eine sehr lange und breite Trittfläche und die ist super geeignet, wenn man die Füße auch geradeaus in Fahrtrichtung nebeneinander draufstellen möchte. Und bei den Modellen mit schmaler Trittfläche ist es so, dass man oft schräg draufstehen muss und das kann bei langen Fahrten wirklich sehr unangenehm werden. Also ich würde euch unbedingt empfehlen, den Roller vor Kauf zu testen, ob ihr euch entsprechend wohl drauf fühlt. Damit euer E-Scooter im deutschen Straßenverkehr betrieben werden darf, muss dieser über eine allgemeine Betriebserlaubnis verfügen. Das ist so, dass die Hersteller diese normalerweise beantragen und dann jeder Roller, der eben betrieben werden darf im deutschen Straßenverkehr, über ein Typenschild verfügt. Das muss auch aufgeklebt sein. Auf diesem Typenschild wiederum findet ihr die FIN, die Fahrzeugidentifikationsnummer, und mit Hilfe dieser Nummer könnt ihr bei eurem Versicherer eine Versicherung beantragen, in diesem Fall eine Haftpflichtversicherung, und bekommt dann eine Versicherungsplakette zugesandt. Es ist so, dass die Haftpflichtversicherung auch um eine Teilkaskoversicherung erweitert werden kann. Was da genau mit inbegriffen ist, erkläre ich euch noch im Anschluss. Aber es ist so, wenn ihr den Beitrag bezahlt habt, dann erhaltet ihr normalerweise innerhalb von kürzester Zeit diese Plakette. Die bringt ihr auf eurem Roller an und dann könnt ihr loslegen und ja, seid wie gesagt auf der sicheren Seite. Und es ist so, dass
die Versicherung immer bis zum 1. bzw. am 1.3. beginnt, bzw. ab Anmeldedatum und dann bis zum 28. bzw. 29.2. des Folgejahres gültig ist. Und es ist auch so, dass sich die Farbe dieser Plakette jährlich ändert. Dadurch kann entsprechend schnell geprüft werden, ob die Scooter versichert sind oder nicht. Damit ihr nicht unversichert unterwegs seid, informiert euch die HUK Coburg entsprechend vor Ablauf der Versicherung über die neue Versicherung und nach Überweisung des Beitrages bekommt ihr die Plakette, die neu, also für das neue Versicherungsjahr, dann entsprechend zugesandt. Wer darf einen E-Scooter fahren und wo dürft ihr diesen fahren? Das Mindestalter, um einen E-Scooter fahren zu dürfen, liegt bei 14 Jahren und es ist kein Führerschein notwendig. Und es ist vorgesehen, dass die E-Scooter normalerweise auf Fahrradwegen und Radfahrstreifen zum Beispiel benutzt werden sollen. Und wenn diese aber nicht vorhanden sind, dann darf man auch auf der normalen Straße fahren. Und tabu sind aber Fußgängerwege und Fußgängerzonen. Also da dürft ihr mit dem E-Scooter nicht drauf fahren. Welche Kosten können auf euch zukommen, wenn ihr euch nicht an diese Regeln haltet? Es ist so, wenn ihr in einer Fußgängerzone erwischt werdet, dann kann das zwischen 15 bis 30 Euro kosten. Wenn ihr ohne Versicherungsplakette unterwegs seid, dann liegt das bei ca. 40 Euro. Was ihr aber unbedingt beachten müsst, ist, dass wenn es zu einem Unfall kommt und ihr nicht haftpflichtversichert seid, dann kann das wirklich immense Folgeschäden nach sich ziehen. Also das unbedingt berücksichtigen. Und wenn ihr bei Rot über die Ampelfahrt, dann kann das zwischen 60 bis 180 Euro kosten. Gerade wegen Alkohol passieren sehr viele Unfälle mit dem E-Scooter, deswegen möchte ich auch an dieser Stelle kurz über das Thema Alkohol sprechen. Und es ist so, dass die gleichen Grenzwerte wie für Autofahrer gelten. Wenn ihr unter 21 Jahre alt seid, dann gilt die Grenze von 0 Promillen. Bei 0,5 bis 1,09 Promillen zählt es als Ordnungswidrigkeit, was mit einem Fahrverbot und 2 Punkten belegt wird und zusätzlich kostet es 500 Euro. Dadurch, dass der E-Scooter sehr kompakt ist, kann man den natürlich auch super mit in den Urlaub nehmen. Bedenkt aber unbedingt die Regelungen in dem jeweiligen Land. Es ist so, dass zum Beispiel in den Niederlanden der E-Scooter gar nicht erlaubt ist, in Frankreich auch eine Versicherungspflicht besteht und in Portugal zum Beispiel eine Helmpflicht besteht. Vor allem für die Zugpendler unter euch kann der E-Scooter eine super Ergänzung sein. Es ist so, dass die Deutsche Bahn es erlaubt, den E-Scooter kostenlos mitzunehmen, wenn ihr den zusammenklappen könnt. Und wie das funktioniert, möchte ich euch jetzt mit meinem Modell zeigen. Es ist so, dass ihr hier den Lenker tiefer stellen könnt und den Scooter sehr einfach zusammenklappen könnt. Das passiert wirklich innerhalb von Sekunden, wie ihr hier seht. Und dann kann man den Roller schön kompakt mitnehmen. Es ist so, wenn ihr mit dem Stadtbus unterwegs seid, dann erkundigt euch bitte in der jeweiligen Stadt, wie das gehandhabt wird, weil das jede Stadt unterschiedlich regelt. Ich hatte zu Beginn ja schon erwähnt, dass mit dem E-Scooter sehr viele Unfälle passieren und laut ADAC ist es so, dass im Jahre 2020 2000 Unfälle passiert sind, davon 400 schwere Unfälle und 5 sind sogar tödlich geendet. Also ihr seht schon, es ist nicht unbedingt ungefährlich und es ist aber so, dass die meisten Unfälle wegen Alkoholkonsum zustande gekommen sind und in drei von vier Fällen hat der Fahrer die Kontrolle über seinen E-Scooter verloren. Und Info für euch, es besteht keine Helmpflicht für den E-Scooter in Deutschland, ich würde ihn aber wirklich dringendst empfehlen. Also man kann darüber streiten, ob man sich jetzt auch noch Ellbogenschützer oder Schienbeinschützer, Knieschützer und so weiter zulegen soll oder kann. Das könnt ihr natürlich persönlich entscheiden, aber den Helm würde ich euch wirklich absolut empfehlen, vor allem, weil wie gesagt eben wirklich viele Unfälle passieren. Wie ihr mit eurem E-Scooter möglichst sicher unterwegs seid, das heißt vor allem richtig fahrt und bremst, das zeige ich euch jetzt. Dann habe ich noch ein paar Tipps zum Thema Fahrtechnik für euch. In diesem Video soll es jetzt explizit nicht um Fahrtechnik als solches zusätzlich gehen, aber ein paar, wie gesagt, Tipps habe ich trotzdem für euch. Es ist so, bevor ihr euch das erste Mal auf den Roller stellt,
sollte der unbedingt nach Betriebsanleitung ordentlich aufgebaut sein. Checkt bitte nochmal alle Schraubenverbindungen, dass diese ordentlich angezogen sind. Und die ersten Fahrten solltet ihr dann ohne eingeschalteten Motor machen. Das heißt, ihr benutzt den E-Scooter als normalen Roller bzw. Scooter sozusagen. Und dann gewöhnt euch erst einmal einfach an die Lenkung, an die Bremsen und so weiter, dass ihr ein ordentliches Gefühl bekommt. Und viele von euch werden überrascht sein, wie direkt der E-Scooter reagiert und lenkt. Und es kann am Anfang durchaus kippelig sein. Wenn ihr euch wohlfühlt, schaltet ihr den Motor hinzu und dann kommt eben noch das Gaspedal mit ins Spiel. Und da solltet ihr euch, wie gesagt, zu Beginn wirklich langsam rantasten. Vor allem die starken Modelle ziehen wirklich ordentlich weg und das sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Dann möchte ich euch noch kurz erklären, wie eine Vollbremsung mit dem E-Scooter funktioniert. Dazu stellt ihr euch mit den Füßen möglichst weit nach hinten auf die Trittfläche. Ihr geht in die Knie, damit ihr den Körperschwerpunkt absenkt und streckt die Arme fast vollständig durch. Somit könnt ihr euch quasi am Lenker abstützen und habt keine Gefahr, dass ihr euch überschlagt. Viele haben nämlich eben Angst, dass sie sich überschlagen können und somit vermeidet ihr das. Ihr solltet nun schauen, dass der Hauptbremsvorgang über das Vorderrad abläuft und ihr sozusagen hauptsächlich über das Vorderrad abbremst und ihr solltet eine schleifende Hinterradbremse vermeiden. Dann möchte ich euch einige wichtige Tipps an die Hand geben, die ihr vor dem Kauf eines E-Scooter-Rollers berücksichtigen könnt. Zum einen an oberster Stelle ist, hat euer Roller eine Straßenzulassung? Ganz wichtig. Dann geht es weiter mit dem Gesamtgewicht. Also schaut einfach bei eurem Modell, mit welchem maximalen Gewicht dieser betrieben werden darf. Und dazu zählt natürlich nicht nur euer eigenes Körpergewicht, sondern auch die Kleidung, zusätzliche Taschen, Rucksäcke und so weiter. Und da kann man gegebenenfalls schon mal über das maximale Gewicht drüber kommen. Also unbedingt bedenken. In welchem Preisbereich bewegen wir uns denn überhaupt bei den E-Scootern? Also zwischen 150 Euro bis 3000 und darüber hinaus ist alles dabei. Und die Vorteile der höherpreisigen Roller sind folgende. Zum einen ist in der Regel die Reichweite deutlich besser und ihr habt in der Regel auch einen leistungsfähigeren Akku. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auch steilere Strecken bergauf fahrt, dann solltet ihr auf Modelle zurückgreifen, die eben einen entsprechend leistungsstarken Motor haben. Zusätzlich ist es so, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, dass die höherwertigen Modelle Luftreifen haben und bei der Luftbereifung könnt ihr dann sagen wir mal, den Luftdruck auch individuell einstellen, was für viele Untergründe wichtig ist. Zudem ist es so, dass die hochwertigeren Modelle in der Regel breite Trittflächen haben und eine sehr stabile Rahmenkonstruktion. Bei den günstigeren Modellen ist es tatsächlich so, dass auch mal was scheppern kann und das ist dann wirklich eine Frage des Geldbeutels. Zudem solltet ihr auch Wert auf sehr hochwertige Bremsen legen, damit ihr jederzeit sicher zum Stehen kommt. Und es ist so, dass es mittlerweile auch sehr gute Modelle Made in Germany gibt. Also für jeden Preisbereich und für jeden Geldbeutel ist was dabei. Ihr müsst es abhängig machen von eurem Einsatzbereich und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Stöbern und Aussuchen eures jeweiligen Modells. Sehr interessant sind an dieser Stelle auch die laufenden Kosten und diese setzen sich zusammen aus den Stromkosten und der Versicherung. Und es ist so, dass bei einem aktuellen Strompreis für einen Roller mit ca. 200 Watt Leistung etwa 20 Cent Kosten für 100 Kilometer anfallen. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Vergleich zum Auto und so weiter ist es natürlich sehr, sehr günstig und da kann man natürlich einiges sparen. Wenn ihr euren E-Scooter auch während eurer Reise oder zum Beispiel in eurer Arbeit zwischenladen möchtet, dann spielt die Ladezeit natürlich noch eine wichtige Rolle für euch und die ist sehr modellabhängig. Bei durchschnittlichen Modellen dauert es ca. 3 bis 4 Stunden für eine komplette Ladung, aber ihr erkundigt euch unbedingt beim jeweiligen Hersteller, wie lange eine vollständige Ladung dauert. Das war's soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ihr einige Infos mitnehmen konntet. Ich kann nur jedem empfehlen, mal so einen E-Scooter auszuprobieren. Es macht wirklich mega Spaß und entsprechend gefahren ist es auch sehr sicher.
Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, dürft ihr natürlich jederzeit in die Kommentare reinstellen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, sichere Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.